Warte, ruhig. Ich hab eh nicht mal. Oh mein Gott! Jetzt hab ich Schaden, Mann. Übelsten Turn-On gedrückt! Waren das gerade zwei? Das waren zwei Leute, was? Moin Leute, X der Deutsche hier. Heute habe ich für euch das Krieg 6 und PPSH Klassensetup. Die Krieg 6, dafür habe ich hier schon ein Video gemacht, das könnt ihr auch abchecken, falls ihr das Klassensetup sehen wollt. Die PPSH gibt es zum Ende. By the way, die Clips, die ihr gerade gesehen habt, sind von Twitch. Die habe ich im Livestream erspielt, also folgt mir da auf jeden Fall auch, damit ihr nichts mehr verpasst. Lasst mir jetzt schon mal ein Like da, abonniert mich, dass euch keine Videos mehr von mir entgehen. Dazu der Runde, ich habe eine 25 Kill Runde gemacht, extrem, extrem geil. Die war by the way mit VPN. Falls ich dazu mal ein detaillierteres Video machen soll, wie das funktioniert, schlechtere Gegner in Warzone zu bekommen, lasst mich in den Kommentaren auf jeden Fall wissen und gebt dem Video jetzt schon mal ein Like. Dann würde ich sagen, wir sehen uns zum Ende beim Klassensetup wieder und jetzt genießt das Video. Oh yeah. Oh genau, ich wollte gerade sagen, bitte ein Armor Satchel und dann kommt das Teil. Noch eine goldene. Eine goldene. Oh mein Gott! Puh. Oh. Ey, mein Herz! Das kann er da nicht mit mir machen. Kopfgeld holen. Hab ich. Komm, dich krieg ich auch noch. Bro. Was machen die? Töte ich. Really? Really? Bro, jetzt hör doch mal auf. Aha. Das war sogar. Das war sogar Bounty. War da gerade jemand? Oh mein Gott, was machst du, Bro? Was machst du dort? Das ist eine Krone, Alter. Den rechts lasse ich da mal in Ruhe. Ich hol mal die Typen. Weg hier. Muss rum. Komm, mir peilt's doch eh nicht. You don't know. Requesting recon on my position. You don't know, bro. You don't know the true power of the dark side. So verwirrt wirklich. Ist mir jetzt scheißegal. Schon mal die Typen Superstore, die müssen hier gleich hier reinkommen. Bro. Bro, was machst du denn? Ach ja, okay. Nee. Steh auf, komm. Nein, nein, nein. Oh, shit. Oh.
Ja, mies gelaufen, Bro. Mies gelaufen, würde ich mal behaupten für dich. Ja, UAV raus. Hinter den Typen holen. Alter, was macht denn der? Bro, was machst du denn? Guckt denn der hin? Mal UAVs holen. Hier hinten in Hangars kann ich wegpushen. Nehme ich mir die Bounty noch. Machst du denn? Er hat sein Teammate wieder geholt. Oder? Ja. Mit landet. Sehr schön. Oben drauf. Ach ja, Bro. Komm her, Bro. Ist er tot? Warte mal. Habe ich den gerade... Der ist gerade wirklich dort. Der ist an der Sonne gestorben, alles klar. Alter! Jo! Der hat mich nicht gesehen. Ey. So ein Glück mit den Gegnern gerade. Ich bin bei. Fuck, hier sind safe welche. Ich habe ein bisschen Angst. Oh ja. Als ob der mich sieht. Nein, über mir. Holy shit. 19 Kills. Oh shit, Alter, jetzt ziehen die durch, die haben Schiss. Okay. Ach man, kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Junge, 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 das kannst du wirklich keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen, was ich hier gerade mache. Solo Duos. Aufräumen erstmal. Rein, immer rein, Bro, immer rein. Immer rein hier, Alter. 21 Kills, Junge. Richtig, richtig geil hier, ey. Ich muss euch sagen. Das ist echt eine richtig geile Runde. Okay, da vorne. Sind die da oben drauf? Ja. Target's marked. Clear and hot. This is Dragon V1, good
Heilen die das jetzt und gehen rein oder sind die zu schlecht? Okay, irgendwas zerstört. Okay, oben drauf, okay. Downed. Oh. Geil. Dem Geist. Ich hab schon. Ich hab auch Geist, oder? Ganz schnell hochflitzen. Warum machen wir das? Er war alleine. Ach ja, geil. Dann. Nein! Fuck! Truck hat gerade so Zone, Truck hat gerade so Zone. Vielleicht kann ich dann drauf landen. Oh, Clusterschlag. Ich glaube, der Typ ist tot, ja. Oh, fuck. Ist nicht so geplant. Ich lande hier bei dem roten Haus. Das ist ein RPD, okay. Ich kann schon mal was anfangen. Das ist sein Team mit einer Stern. Ich habe noch 18 Schuss hier drin. Ja, mein Gott, 25 Kill Runde. Scheiße, Mann! Ich dachte, die hören mich nicht. Ich dachte. So schlecht gemacht. So Leute, jetzt zeige ich euch mal das PPSH Klassen Setup. Und zwar habe ich als Mündung den Gru-Schalldämpfer. Der gibt euch in Warzone extra Bullet Velocity und extra Reichweite. Dazu sehen euch die Gegner nicht auf der Map, wenn ihr schießt. Absolutes Muss für so gut wie jede Waffe, finde ich. Dann den Ranger Lauf. Viel höhere Bullet Velocity, also die Kugeln fliegen viel schneller durch die Luft. Ist auch extrem geil. Und Gegner auch mal auf größere Distanzen bzw. mittlere Distanzen sind das ja wegzuholen. Auf extrem hohe Distanzen hättet ihr mit einer SMG nicht viel anstellen können. Dann spiele ich den Spetsnaz Griff, um dem Rückstoß der Waffe entgegenzuwirken. Dazu das 71er Drum Mag. Falls ihr mein Cold War Video zu der Waffe gesehen habt, da spiele ich das letzte Magazin, aber in Warzone ist es eher praktischer, finde ich, ein 71er Magazin zu spielen. Ihr braucht halt die schnelle Nachladezeit nicht unbedingt, weil ihr halt nicht auf Tonnen von Gegnern wie im Multiplayer treffen werdet. Deswegen das 71er Magazin, da habt ihr schön viele Kugeln drin und die Nachladezeit ist auch angenehm, sage ich jetzt mal. Es ist nicht zu hoch. Und dann zu guter Letzt die Gru Elastikumwicklung für die extra ZV-Zieldauer. Ist auch ein extrem guter Aussatz hier in Warzone. Ihr wisst ja, in Cold War spiele ich den so gut wie immer, aber in Warzone ist er auch extrem gut. Probiert die Waffe mal so aus, sagt mir eure Meinung. Ich finde sie so extrem geil. Dann Leute, lasst mir doch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen. Folgt mir auf jeden Fall auch auf Twitch. Da streame ich jetzt auf jeden Fall etwas regelmäßiger. Checkt doch hier oben meine Klassen-Setups-Playlist ab und die Krieg 6 Klasse, falls ihr die auch sehen wollt. Bei der Klassen-Setups-Playlist habe ich auf jeden Fall die geilsten und besten Waffen in Cold War und auch ein paar in Warzone drin. Also lasst euch das nicht entgehen, wenn ihr ein besserer Spieler werden wollt. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Nächster Deutsche, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.